Ich bin also tatsächlich eigentlich schon immer ein relativ, ich war schon ein wahnsinnig mutiges Kind. Ich habe als Kind schon irre Sachen gemacht. Also ich bin ständig in irgendwelchen Baumkronen rumgesprungen und habe den Menschen im dritten Stock zum Fenster reingeschaut. Ich bin von jedem Turm runtergesprungen im Schwimmbad. Also ich habe mich viele Sachen getraut. Das finden wir interessanterweise bei jedem dieser Menschen in dem Buch. Es gibt einen Punkt, wo sie alles auf eine Karte setzen. Eine Mozzi Mabuse zum Beispiel, die bei Let's Dance in der Jury sitzt, diese unglaublich lebendige Frau, die aus Südafrika kommt und nach Deutschland gekommen ist und auch alles hinter sich gelassen hat. Also eine Senta Berger, die mal all in gegangen ist mit einem Haus, um einen Film zu finanzieren. Das sind Momente, wo wirklich großer Mut gefragt war. Und das haben die aber alles gemacht. Ja. Erzählen Sie gern über einzelne Gespräche, die für Sie Highlights gewesen sind, die Sie tatsächlich geführt haben. Weil Sie haben ja einerseits Fragebögen rausgeschickt an manche, Genau, die wir dann haben auch also. nur Einzeiler zum Beispiel zurückgeschrieben haben, wie einer der YouTuber, also der Julian Bam, der dann so Einzeiler zurückgeschrieben hat für jede Antwort. Was gefällt dir am meisten an deinem Beruf? Ja, dass er jeden Tag anders ist. Was gefällt dir am Genau. wenigsten an deinem Beruf? Ja, dass er jeden Tag anders ist. Und so Genau, waren die aber das ist Antworten ja, ungefähr. wir haben gar keine Regeln aufgestellt. Also wir haben die kontaktiert. Ich war total überrascht. Es hat jeder mitgemacht, den wir gefragt haben. Ah. Und also wir haben hier von Yogi Löw wirklich, also echt Desirée Nosbusch, Senta Berger, aus österreichischer Sicht vielleicht auch ganz, ganz spannend. Wirklich unglaublich gute Namen, die da dabei waren. Und wir haben dann gesagt, es gab keine Regeln. Es gab keine Regeln für, wie lange sollen die Antworten sein, was soll ich sagen, sondern es war jedem freigestellt. Und deswegen sind die von den unterschiedlichen Kapitel auch sehr unterschiedlich lang. Also Julian Bam zum Beispiel ist sehr kurz, was wir aber super fanden, weil das steht Passt für diese irgendwo, ja. Generation, für die Generation YouTube, ja klar. Und dann gibt es andere, die erzählen wahnsinnig viel. Alexander Herrmann zum Beispiel, das ist ein Sternekoch hier aus Deutschland. Auch Bayern, ja. Genau, aus Franken kommt der auch sehr bekannt ist, weil er auch viel im Fernsehen macht. Der hat wahnsinnig ausführlich erzählt, noch teilweise sehr unterhaltsam. Desirée Nosbusch ist eine, mit der habe ich das Interview geführt, die ganz toll erzählt. Wenn Also Sie eines rausziehen müssten, das Sie tatsächlich selber geführt haben und ein bisschen was dazu erzählen wollen, wie so das Ambiente und was vielleicht auch emotional irgendwie spannend war. bei Desirée muss ich sagen, die hat mich deswegen so gefesselt, weil wir sind die gleiche Generation und die begleitet mich schon mein ganzes Leben. Und ich finde die Frau schon immer irgendwie toll. Und es Für gibt die, so die einen sie nicht Moment. kennen, das ist eine multilinguale Lady, die auch immer wieder auf den Bühnen war und in den großen Bühnen dieser Republik in Deutschland immer da, in den Shows und hat dann immer übersetzt, wenn so Eurovision und so war. Also ich kenne sie auch Genau. noch, ja. Sie spricht ungefähr 840 Sprachen, ist Gefühlt, Moderatorin. ja. Schauspielerin, zuletzt in Bad Banks hat sie gespielt, wirklich ganz toll. Und ich kannte sie eben nicht persönlich und habe sie trotzdem dann kontaktiert. Und es gibt für mich so diesen einen spannenden Moment, wenn ich das erste Mal jemanden treffe, den ich vorher ganz toll fand, dann muss ich immer kurz mich innehalten und mir die Daumen drücken, dass dieser Mensch auch wirklich so nett ist. Also dass da nicht irgendwie ein Bild zerplatzt von jemandem, dass ich vorher hatte. Und die war in einer Art und Weise und ist in einer Art und Weise zauberhaft. Also die hat mich total begeistert. Die ist ganz toll. Und die Desiree hat insofern eine spannende Geschichte, als dass sie ja schon sehr früh angefangen hat. Die hat ja mit 11, 12 Jahren bei Radio Luxemburg auch so ähnlich wie ich beim ZDF einfach geklingelt und hat mal so eine Führung damit gemacht. Und dann hat sie da Frank Elstner getroffen und hat den angequatscht. Der Und der hat sie Große. dann eigentlich Warum ist mal. der nicht mit drin? Das wäre total schön auch, ja? Und jetzt nachher, das wäre dann der 51. gewesen, wir wollten nur 50. Man muss nur Stopp machen, ja? Ja, das hätten wir machen können. So, und die hat dann sehr, sehr früh ihre Begeisterung eben, das ist auch noch ein wichtiges Thema für Erfolg, dieses Feuer, diese Begeisterung, die man für die Sache entwickeln muss, hat sie eben sehr früh gehabt für das Thema Radio und hatte das große Glück, dass sie als Luxemburgerin
im Prinzip multilingual schon aufgewachsen ist. Weil, das wusste ich gar nicht, in Luxemburg ist es so, dass man in der Schule bis zur 6. Klasse spricht man Deutsch und ab der 6. Klasse spricht man Französisch. Oder es ist andersrum. Also auf jeden Fall teilen die das so auf. Wenn man also die Schule verlässt, spricht man zum einen die Sprache der Luxemburger, ich weiß nicht, heißt es Luxemburgisch, Deutsch und Französisch. So, und jetzt hat sie noch eine italienische Mutter. Italienisch kann sie also auch noch. Dann hat sie diese Ausflüge in die Medien hat sie intensiviert. Sie wollte dann auch Schauspiel machen und war aber immer noch an der Schule. Und in der 11. Klasse haben sie dann zu ihr gesagt, pass auf, Desiree, was du hier so machst, das stört. Das ist nicht gut für den Klassenverbund. Du bist zu aktiv. Und sie haben ihr nahegelegt, die Schule zu verlassen. Und das hat sie dann tatsächlich gemacht und hat im Prinzip alles auf die Karte Showbiz jetzt mal so im Allgemeinen gesetzt und hat die Karte gespielt. Und das war nicht alles nur auch ein klarer und direkter Weg. Also sie ist dann in eine Schauspielschule auch nach New York gegangen, hat da gelernt und hat sich da ins Zeug gelegt und hat es dann letztlich geschafft. Aber sie sagt, dass also gerade dieser Punkt mit der Schule, das war so ihr Punkt, an dem wirklich Mut gefragt war. Ist wahrscheinlich, also es gibt so mehrere Momente, glaube ich, die das auch brauchen. Auch wenn du in Situationen landest, wo du nicht weißt, wie es weitergeht, ja. So dieses, ja. Also wenn dann, keine Ahnung, irgendwelche Krankheiten auftreten, irgendwelche Menschen dir wegsterben, irgendwelche wichtigen Entscheidungen sich daraus ergeben, ich glaube, dass das dann auch manchmal zeigt, wozu du in der Lage bist, was du gar nicht geglaubt hast, dass es überhaupt dir möglich wäre. Das stimmt. Wobei so dieses richtig großes Unglück ist bei den Menschen in diesem Buch nicht dabei. Es sind so kleine Geschichten. Also eine Martina Voss-Tecklenburg zum Beispiel, das ist die Trainerin der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft. Die hat sehr früh ein Kind bekommen und die Eltern waren irgendwie mit dem Vater nicht so ganz einverstanden. Jedenfalls war die plötzlich auf sich ganz allein gestellt, musste mit diesem Kind arbeiten gehen, um sich zu finanzieren und hat dann eben für diese Phase einen Plan B gehabt. Da hat aber trotzdem das große Ziel nie aus den Augen verloren. Also es war eine sehr erfolgreiche Fußballerin und für sie war klar, sie möchte danach die Trainerkarriere einschlagen. So, und heute ist sie die Chefin der besten und der größten deutschen Mannschaft. Und weltweit einer der besten Mannschaften. Ja, also im Augenblick sind wir jetzt nicht, also bis vor ein paar Jahren war klar, entweder geht der Titel nach in die USA oder in Deutschland. Das ist jetzt nicht mehr so, weil die anderen einfach wirklich sehr aufgeholt haben. Mhm. Aber ich glaube, sie sind auf einem guten Weg. Die haben jetzt gerade eine sehr junge Mannschaft, die muss ich erst noch finden und dann mache ich mir da auch gar keine Sorgen. Aber weil ich hier gerade auch noch Martin Rütter sehe, der eigentlich auch einen völlig anderen Plan hatte. Martin Rütter wollte nämlich tatsächlich das machen, was ich mache. Der kam von der Schule und hat gesagt, er möchte unbedingt Sportreporter werden und hat dann in Köln an der Sporthochschule Sport studiert. Und um sich dieses Studium zu finanzieren, hat er angefangen, Hunde auszuführen. Und dann ist er mit diesen Hunden spazieren gegangen und hat die danach wieder zu Hause abgeliefert. Und dann hat er erzählt, ist ihm aufgefallen, dass diese Menschen, denen diese Hunde gehören, so ein bisschen eigenartig mit ihren Tieren umgehen. Er hatte also ein Gespür, dass das ist nicht richtig, wie er das macht. Und hat also dann denen versucht zu erklären, wie sie das mit ihren Hunden besser machen. So ist er überhaupt auf diese Idee gekommen, Hundetrainer zu werden. Und dann hat er irgendwann halt seinen Traum vom Sportreporter begraben und hat ganz auf diese Karte gesetzt. Hundetrainer und ist heute Deutschlands bekanntester Hundetrainer mit einem riesigen Imperium. Der hat eine eigene Produktionsfirma, der hat auch diese Sendung im Fernsehen. Und Kabarett natürlich auf der Bühne, ja. Genau, geht auf die Bühne, hat Shows und macht natürlich nebenbei auch noch so ein bisschen Hundetraining, klar. Ja, der hat eine ganze Hundeschule-Franchise-Geschichte, ja. Genau, in ganz Deutschland hat er seine Leute sitzen, ja, die er ausbildet. Spannend. Also, ja, spannend. Schon Erfolg. Wer hat Sie am meisten beeindruckt von den Leuten, die Sie da getroffen haben? Also es sind der eine ist Dietmar Hopp von SAP, der Gründer, der auf die Frage, was er werden wollte, sagt, ein reicher Mann.
Also der hatte tatsächlich das Ziel, irgendwann mal viel Geld zu haben. Also monetär auch reich, ja? Genau, rein monetär. Und ich muss sagen, es ist ja total legitim. Es ist ihm gelungen, ja. Es ist ihm gelungen und er hat ja nebenbei auch noch ein ordentliches Imperium dahingestellt. Und wenn das sein Antrieb ist, um so etwas zu schaffen, dann ist es ja auch schon wieder in Ordnung. Und die andere ist tatsächlich Charlotte Knobloch, die, ja, die einfach... Das ist ja ganz dramatisch. Die, die Sie nicht kennen, wollen Sie ein paar Worte zu ihr sagen, ja? Die ist die Vorsitzende des Zentralrats der deutschen Juden. Mhm. Eine unglaublich feine, kluge Frau, die die auch immer, glaube ich, eine gute in jeder Lebenslage eine gute Ratgeberin wäre. Ja, also die ist toll. Wir haben aber übrigens auch einen katholischen Vertreter und einen islamischen, ja. Muslimischen. Ja, wir wollten da auch gerne eine Ausgewogenheit haben. Ist doch klar. Diversität ist das Stichwort. Ist immer gut. Sehr, sehr schön. Und dann noch, um jetzt aus all diesen von Ihnen geführten Interviews versuchen rauszuziehen, was denn die sogenannten oder Erfolgsstrategien wären, die man vielleicht sich klauen oder modellieren könnte als Durchschnittsbürger, wo man sagt, ja, ich hätte, also Leben, da könnte schon noch was gehen. Ja? Also was würden Sie da von all diesen kumulierten Wissen, das Sie da jetzt gewonnen haben, gern weitergeben? Also weitergeben kann ich an junge Menschen, dass es ganz wichtig ist, sich von der Erwartungshaltung anderer komplett zu lösen. Also wenn zum Beispiel ein Vater eine Praxis hat, ein Arzt ist und diese Praxis gerne vererben möchte an seine Tochter oder an seinen Sohn, die aber überhaupt gar keine Bestrebung haben, in irgendwie das medizinische Fach zu gehen, dann muss man das dem Vater irgendwie schonend beibringen, weil das wird dann nichts werden. Das heißt, finde deine eigene Begeisterung. Und wenn jemand mit der Schule fertig ist und noch nicht diese Idee hat, dann kann ich ihm nur empfehlen, fang nicht irgendwas einfach nur blind an, sondern versuche für dich herauszufinden, was dich begeistert, was dich fesselt. Und nimm dir dafür auch richtig Zeit. Also ich hab Zeit gebraucht, mein Sohn hat Zeit gebraucht. Probier Dinge aus, mach verschiedene Praktika. Das kann man heute fast überall machen. Und finde heraus, ob das, manche sind ja verliebt auch an eine Vorstellung. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte unbedingt Fernsehmoderator werden und sich dann eigentlich nur auf diesem Bildschirm sieht, dann ist das die falsche Herangehensweise, weil es gehört noch sehr viel mehr dazu, an Vorbereitung, an wirklich harter Arbeit. Die muss man auch gerne machen. Also ich muss mich mit dem, was ich da tue, auch identifizieren können, sonst befasse ich mich ja nicht damit. Also entdecke diese Begeisterung. Sobald du sie dir entdeckt hast, finde raus, ob du da auch eine Begabung für hast, weil so ein bisschen liegen muss es dir ja auch. Ich kann mich erinnern, dass mich früher beim Radio es waren auch viele junge Frauen in erster Linie, die mich angesprochen haben und gesagt haben, ich möchte auch gerne zum Radio. Und dann habe ich mir die angeschaut und habe mir gedacht, oh weia, was sage ich denen denn jetzt? Weil das waren teilweise so ganz schüchterne, zurückhaltende Menschen, die für mein Empfinden zumindest auch gar keine große Freude an der Kommunikation hatten. Das wird natürlich dann auch nichts. Also ich muss in dem Moment, wo das rote Licht angeht, in der Lage sein, einen vernünftigen Satz zu formulieren. Also wenn ich das kann, man muss gar nicht so die große Rampensau sein, aber man braucht eine Liebe zu diesem Medium und muss die auch mit Leben füllen können. So, und ab dem Zeitpunkt, wo ich weiß, okay, ich weiß, was ich machen möchte, ich habe dafür auch eine gewisse Begabung, ab dem Zeitpunkt heißt es einfach nur noch fleißig sein. Es ist so, dass es fällt nichts vom Himmel. Man kriegt da nichts geschenkt. Da muss man machen, 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 machen. Und dann hält einen eigentlich keiner mehr auf. Mhm. Ja, außer Leben. Also es gibt ja Leben. Also da ja. Hat ja manchmal die eine oder andere Überraschung bereit, die dann vielleicht und dann halt wieder den Weg zu finden, wenn dann vielleicht irgendein ein Einschlag kommt von links oder rechts. Ja? Und wenn das Ziel groß genug ist oder die Vision, dann, weil die Frage ist ja immer, was ist Erfolg? Und dann ist Erfolg wirklich, korreliert es wirklich mit glücklich sein. Das ist eine ganz spannende Frage. Ja.
Ich würde behaupten, dass der Erfolg, also so wie Erfolg, wie ich ihn definiere, der beinhaltet auf jeden Fall das persönliche Glück. Und Erfolg muss ja auch nicht nur sein, wenn jemand irgendwo ganz oben steht. Also für mich zum Beispiel im kleinen Privaten ist es schon ein Erfolg, wenn ich es schaffe, eine Schokolade aufzumachen und nicht gleich die ganze Tafel zu essen. Das ist für mich Erfolg. Wunderbar, ja, tolles Gefühl. So, dann nehmen Sie mal einen ganz normalen Menschen, den Sie auf der Straße treffen, so einigermaßen durchschnittlich trainiert. Für den ist es ein großer Erfolg, wenn er vielleicht es schafft, 10 Kilometer joggen zu gehen. Da kann natürlich der Triathlet oder der Marathonläufer kann darüber noch nur lachen. Aber es gibt einen persönlichen Erfolg. Das ist das, wenn man etwas erreicht, was über das, was man sich eigentlich fast nur zugetraut hätte, hinausgeht. Also Erfolg ist für mich am Ende die möglichst große Deckungsgleichheit mit den Wünschen und Zielen, die man für sich selber formuliert. Von außen betrachtet sind manche Menschen vielleicht erfolgreich, sind aber in dem, was sie tun, total unglücklich. Dann haben die doch keinen Erfolg. Das ist doch traurig. Also ich denke immer wieder zum Beispiel an den Robbie Williams, also an den Robin Williams, der hat sich sogar umgebracht, aber ich meine an den Robbie Williams, der damals irgendwie in Arenen aufgetreten ist mit 150.000 wundervollen Menschen, zum Beispiel richtig tollen Frauen und Männern und alles. Und er hat alles in ihm zu Füßen gelegen, hat wunderschön gesungen, hat richtig geilen Erfolg gehabt und ist komplett zusammengebrochen in sich. Also er hat allen Erfolg dieser Welt und ist daran zerbrochen. Das erlebt man ja bei vielen Sängern und Sängerinnen auch. Also es gibt ja viele, die nicht alt geworden sind. Ich glaube, dass... Er hat eine Frau gefunden, die ihn offenbar dann... Genau. Also der hat jetzt eine Familie und ich glaube, der geht darin völlig auf. Aber ich glaube, dass man nicht unterschätzen darf, was für ein Druck auch entstehen kann, wenn man auf einmal auf dieser großen öffentlichen Bühne ist. Und dieser Druck, der kann einen kaputt machen. Und was von außen betrachtet, wie ein traumhaftes Leben aussieht, ist vielleicht, wenn man in dieser Situation selber steckt, überhaupt nicht schön. Also insofern glaube ich, Erfolg ist nur dann auch ein echter Erfolg, wenn man ihn auch als solches genießen kann, wenn man ihn wenn er Teil eines schönen Lebens ist. Und wenn es darum geht, die eigene Vision zu finden, die eigene Berufung zu finden, diesen Schritt überhaupt zu wissen, das ist das, wofür ich da bin. Da haben ja viele noch die Herausforderung, dass sie gar nicht wirklich wissen, was wäre es denn, wenn es denn ginge. Ja, dann setze ich mich erstmal hin und kann man ja mal denken. Also so könnte man ja zum Beispiel mal anfangen. Was würde ich denn heute gerne machen? Wo würde ich gerne hingehen? Wo würde ich gerne mitmachen? Oder auch wenn ich jemanden sehe, der irgendetwas tut. Also jetzt, ich gehe beim Schuster vorbei oder meinetwegen beim Bäcker. Das kann ja auch eine tolle Erfolgsgeschichte werden. Dass man sagt, oh, das ist dieses Haptische. Ich zum Beispiel, ich kann tagelang im Schreiner zuschauen. Ich finde so dieses Arbeiten mit Holz zum Beispiel auch total spannend. Sie haben gesagt, Sie haben gerade renoviert auch in der Zeit von Corona. Ja, also ich habe eine Lounge gebaut. Ich muss immer was bauen. Also, das ist Instant Gratification. Ja. Die Geschichte ist die, dass das, was ich tue, hat ja selten ein Ergebnis zum Anfassen. Wenn ich so eine Sendung mache, die ist dann irgendwann vorbei und dann ist fertig. Mhm. Das ist oft passiert, dass ich nach Hause komme von Produktion und dann ein Zimmer ausräume und mein Zimmer anstreiche, weil ich das Ergebnis meiner Arbeit gerne auch mal sehen möchte. Und deswegen nochmal zurück zur Frage, also schaut euch die unterschiedlichen Dinge an und wenn ihr sagt, oh, das könnte was sein, dann versucht es mal 3 Monate zu machen. Also diese Praktika, die sind ganz, ganz wichtig, weil ich nämlich da eben auch merke, ob mir irgendwas nicht liegt oder ich merke vor allem auch, wie das wirklich ist, das zu machen. Und so die große Frage nach dem, wer bist du eigentlich? Ja? So, das habe ich auch in dem Buch immer wieder gefunden, ja, die Suche danach. Ja? Oder wer willst du sein? Als wer willst du in dieser Welt wirken? Ja? Von hinten her denken. So. Ja. Sehr, sehr spannend. Ja. Liebe Frau Müller-Hohenstein, ich bedanke mich herzlich für Ihr Buch, für dieses wirklich wertvolle Werk, wo man immer wieder drin nachschlagen sollte und könnte. Und da kommt sicher noch einiges Spannende hinterher.
Und möchten Sie unseren Leuten zu Hause noch was mitgeben? Wenn, ah ja, ein letztes noch. Wenn Sie sagen, eine Fähigkeit und Fertigkeit, wir sind ja bei Lernen der Zukunft, wo Sie sagen, diesen Skill, diese Fähigkeit, das brauchen, müssen wir wirklich lernen, um ein gelingendes Leben hinzukriegen. Ein richtig gelingendes Leben, wo man danach sagen kann, das hat wirklich passt. Also Fleiß ist für mich ganz wichtig. Was aber genauso wichtig ist, eine gewisse Unbekümmertheit. Einfach machen. Und das ist vor allem ein Rat, den ich jungen Frauen gebe, weil ich immer noch feststelle, das sehe ich an mir selber, dass gerade die jungen Frauen nicht in der Lage sind oder viele nicht in der Lage sind, auch mal wirklich beide Hände zu heben, wenn es um irgendeinen tollen Job geht oder um irgendeinen tollen Weg. Also ich glaube, dass es ist schon anders als zu meiner Zeit damals, aber die jungen Frauen, die dürfen sich gerne noch mehr trauen, weil die sind nämlich wirklich toll. Und vergesst diesen ganzen Instagram-Quatsch und Influencer und alles überhaupt nicht nachhaltig, totaler Käse. Macht was mit Inhalt, macht was euch fordert, macht was euch begeistert und seid fleißig. Das macht nämlich auch Spaß. Ja, ich unterstelle jetzt niemanden, der bei Instagram groß ist, dass er nicht fleißig ist, aber es ist eine andere Aufgabe, ja. Mhm. Ja. Es gibt ja Sinfluencer mittlerweile. Das wäre ja dann eher mein Zugang, ja, wo ich sage, ja, wenn schon, dann Sinfluencer. Ja. Ja, aber es ist einfach totaler Käse, irgendein Deo in die Kamera zu halten und sagen, hallo ihr Lieben. Und das ist halt überhaupt nicht meine Welt. Ja, ich finde zum Teil hinein, weil ich es tatsächlich auf eine Art spannend finde, weil ich damit Menschen und auch, mir ist es ja wichtiger, Menschen im Herzen berühren zu können und zu sagen, es geht, ich habe ja eine Vergangenheit, die mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt stehe. Die war zum Teil recht dunkel. Also ich habe meine ganze Familie, bin in kurzer Zeit verloren, war ganz allein, keine Freunde, war krank, ich habe kein Geld gehabt. Und dann bin ich irgendwo da gewesen und habe nicht gewusst, was tun. Ja? Und da hätte ich mir jemanden gewünscht, der an meiner Seite ist, der mir irgendwie sagt, so kann Leben doch noch gehen. Ja, und dieser will ich heute sein. Solche Ressourcen will ich heute hinstellen, dass es Menschen gibt, die vielleicht gar nicht so schlimm haben müssen wie ich damals, die sagen können, okay, es gibt trotzdem Wege. Ja, ja, aber das macht der Sinnfluencer und nicht der Influencer. Ja, das wäre so mein Zugang, was ich verfolge, ja, auch mit meinen Lernen der Zukunft. Ja. Ja. Und deswegen glaube ich, dass das ein Weg sein kann. Und da arbeite ich dran. Und Menschen wie Sie sind mir da wunderbare Partner an der Seite, die dann eben solche Dinge auch erforschen und die Interviews führen, weil so kann man lernen. Und ich glaube, dass man am besten von anderen Menschen lernen kann, die den Weg schon gegangen sind. Ja. Das ist richtig. Also, alles Gute. Alles Liebe Ihnen, alles Liebe Ihnen zu Hause auch und viel Freude beim Ausprobieren. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ja, tschüss.